Und damit ein herzliches, gruseliges Willkommen. So, bevor ihr denkt, ja, Oja haben wir schon mal gespielt. Nämlich The Reconnection. Und jetzt spielen wir The Connection. Also den Vorgänger. Weil das kennen wir ja, das Haus. Hier waren wir ja im Nachfolger auch gewesen. Nur, dass wir zum Beispiel hier jetzt auch nicht rein konnten überall. Da war ja hier alles abgesperrt. Es ist aber dasselbe Haus. Aber jetzt können wir uns hier auch mal umgucken. Okay, ein Fernseher. Der Fernseher steht da falsch. Der muss da stehen. Weil, wie willst du da fällt? Da ist ja Genickstarre bei. Aber zumindest können wir uns jetzt mal hier umsehen. Gruselig. Ja, hier waren wir ja beim letzten Mal auch drin. Verschlossen. Ja, hier stand ja auch einer. Da konnten wir ja nicht so wirklich was machen. Pfui, Deibel, wer hängt sich so ein Bild hin? Ah, aber diesmal wenigstens chillig. Ach du Kacke, das Ding hängt hier immer noch. Okay, die Bibliothek ist ein bisschen kleiner geworden, muss ich sagen. Das letzte Mal war ja hier ein bisschen mehr. Der Teddy hängt hier einfach immer noch rum. Okay, kann das jetzt nicht tun. Stimmt, da mussten wir hier auch rein. Hier war aber, glaube ich, abgesperrt, die Waschküche. Was soll ich jetzt? Put your suitcase in the bedroom. Achso, ja, vielleicht sollte ich mir das auch mal... Auf jeden Fall ein sehr geräumiges Klo, wenn ich das mal so sagen darf. Wo ist denn unser Suitcase? Also hier ist auf jeden Fall eine Küche. War das nicht hier hinten? Ja, hier ist doch Bedroom. So. Ich gehe einfach nach Hause. Wiedersehen. Mist. Komm hier nicht mehr weg. Moment, die Suitcases waren doch hier oben irgendwo. Oder bin ich jetzt deppert? Wahrscheinlich bin ich deppert. Na also, hier ist es doch was. Warum kann ich das nicht greifen? Wo war denn jetzt nochmal der Bedroom? Warum knarzt hier eigentlich alles? Zieht wie Hechtsuppe. Unseren Koffer ins Schlafzimmer. Ja. Wenn mir jetzt mal einer sagen könnte, wo mein Suitcase ist. Wo ist denn mein Koffer? Ist ja schon wieder blöd. Waren die Koffer nicht das letzte Mal irgendwie hier oder so? Bei Bedroom gab es da oben ja nur das... Oder hier unten nur das. Ja, hier ist doch Bedroom. Gott, damn it. Muss ich jetzt den Suitcase finden? Also wenn wir hier gerade... Das hier muss doch Suitcase sein. Aber ich kann hier nichts machen. Naja. Vielleicht auf dem Klo.
Die komische Badewanne. Ich verzweifle. Wo ist unser Suitcase? Ist das unser Suitcase, ne? Muss ich jetzt hier jeden Quadratzentimeter absuchen? Koffer. Ich habe keinen Koffer. Und das hier ist Bedroom. Muss ich hier jetzt irgendwas tätigen, irgendwas drücken, irgendwo vielleicht unter Umständen? Wo ist denn hier Bedroom? Die wollen mich doch alle verhahnepopeln, wollen die mich doch. Hier ist nur die olle Bibliothek. Hier ist verschlossen. Leute, schnappt euch einen Tee, das könnte länger dauern. Und hier ist nur ein Bad. Oder bin ich jetzt irgendwie irgendwo hingelatscht, wo ich nicht hinlatschen soll? Na, kann ich jetzt nicht tun. Soll jetzt nicht sein, dass ich hier diese vermaledeiten Koffer nicht finde. God damn it. Meine Herren. Ich war doch jetzt schon praktisch überall. Hallo Ritterrüstung. Ritter von der schaurigen Gestalt. Alles dicht, da komme ich sowieso nicht rein. Ja, es gibt nur einen Schlafraum und der ist hier. Aber ich kann hier nichts machen. Habe ich keine Map? Nö. So sind Aufträge. Soll ich auf dem Bett rumspringen? Muss ich tanzen? Find the Attic. Was war denn nochmal die Attic? Was ist das Attic? Was ist Attic? Okay, ich glaube das hier nicht. Attic. Nein. Attic. Attic. Was ist Attic? Das ist auch nicht Attic. Attic ist bestimmt Bad oder sowas. Attic. Was? Okay, get the Attic. Komm mal einfach hier zu. Aber immerhin, wir bekommen jetzt einen Hinweis. Ja, wir haben den Attic Key. And find the Ouija Board. Ja, was wir ja im zweiten Teil... Ach ja, stimmt, Attic ist Dachboden. Oh, Dachböden haben immer sowas Unheimliches an sich. Ja, den ersten Teil haben wir ja ganz ratzefatze fertig gemacht. Ja, was ist ratzefatze? Pick the Ouija Board. Table on the living room. Das letzte Mal stand die alte ja auch hier oben. Boah, komische Geräusche, Alter, und ich erschrecke mich so innerlich. Okay, noch ist ja nichts passiert. Es ist nichts passiert. Es ist alles gut.
on the table in the living room. Vor allem, da steht auch Oja. Take the candles from the drawer and place them on... From the what? Von das? Haben wir sonst irgendwo Kerzen? Nö. Gibt's hier mehr Kerzen? So, place. Play Oja. As friends we gather, hurt the true spirits near, we call to you. Ich sollte über die Klappe halten. Well, I guess it doesn't work. Sie also. Und jetzt? Soll ich jetzt zu Bett gehen oder was? Es geht doch hier die Hölle auf Erden los. Kann ich da... Ich glaube, ich gehe einfach schlafen. Was stand denn da vorhin? Das war so schnell weg. Können wir es nochmal anklicken? Ich weiß jetzt nicht, was meine Task ist. Ah, was soll ich jetzt machen? Knarz, quietsch. I don't know what to do. Please tell me. Hier haben wir ja. Ist mir hier irgendwas? Ah! Did not find any keys. Okay. Müssen wir schon wieder einen Schlüssel suchen, aber warte. Oh, du hast es ja nicht. Oder fehlte noch was, dass wir jetzt irgendwas suchen? Take drink. Let's take a shower. Was? Wo? Was für ein Gemälde? Ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Hi! Kommst du denn weg? Never mind, I'm going to bed. Ja, das scheint vernünftig. Wir gehen jetzt einfach... Hä? Ey, verpasse ich hier immer die Jumpscares oder was? Gott, ein Zimmer, wo war nicht... It's getting creepier, let's throw the board away. Das Brett ist doch jetzt weg. Es ist noch da. Away in the basement. Also wir müssen jetzt in den Keller. Ja, lass uns in den Keller gehen. Wo geht's denn hier in den Keller? Oh, wir können in den Keller. Hurra. Wieso steht da ein Zahnarztstuhl? Danke für die Erfahrungspunkte. Und was ist gerade passiert? Ach, da war was. Leave the house. Okay. Great idea. Ich liebe. Schnauze voll. Ich lasse meinen Koffer. Ich lasse alles hier. Ich gehe einfach. Wieso habe ich mir das jetzt gerade schon gedacht? Okay, da kommen wir nicht lang. Da nicht. Da nicht.
Oh, wer hätte das gedacht? Dass jetzt, wir hier lang können. Genau, wir callen for help. Wir callen the pool. No signal, great. Must be another way. Vor allem, wir spielen jetzt die Vorgeschichte von dem zweiten Teil. Ist jetzt hier denn wieder alles, nein. Another way, another way. Aber which way? Hier ist doch sonst kein Way. Okay, da ist sonst auch kein Way. Wir gehen noch mal in diesen komischen Raum zurück. Voll der Panikraum hier. Hier ist ja sonst nichts. Vielleicht an der Decke? Nee. Ah, Search! Book. When you're playing Oja, always play together. Never break the circle. Don't play at a graveyard. Always say goodbye. Dann suchen wir jetzt das Brett. Ich rate meistens auf dem Dachboden wieder. Ja, den Effekt hatten wir schon, der wird langsam langweilig. Könnte das Brett denn? Haha! So, wir haben uns verabschiedet und jetzt gehen wir nach Hause. Wir hätten uns vorher aber verabschieden müssen. Bevor wir die Connection unterbrochen haben. Na, Jumpscare nochmal. Run. Boy, wieso kriege ich jetzt Gänsepelle? Hier ist doch nichts. Warum soll ich rennen? Ich kann gar nicht abhauen. Hallo? Oh. Okay, wir müssen einfach nur ausweichen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, ich spiele niemals auf dem Friedhof. Das ist mir durchaus schon bewusst gewesen. Ist doch gar nichts. Hä? Ah! Finally home, let's go inside. Ich habe einen ganz bitter. Oh, hi! Ach so, das war's. Hallo! Du reichst mir die Hand zur Freundschaft. Aber das ist das Ende? Bin jetzt drin gelandet hier. Ach so. Ja. Das war's mit Oja. Mit dem ersten Teil. Ja, der Nachteil ist ja The Reconnection, also das heißt der Nachteil der Nachfolger, den ich ja zuerst gespielt habe. Ich guck mal, vielleicht gibt es noch einen dritten Teil.
Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn doch, dann kommt er auch sicherlich bald. Bis dahin, Leute, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen traumhaften Morgen, Mittag oder Abend. Und spielt nicht mit Ouija-Brettern rum, das könnte nach hinten losgehen. Glaube ich, keine Ahnung. Ich besitze keins, ich habe damit keine Erfahrung, will ich auch persönlich nicht. Also, ich bin damit raus und bye bye.